Wenn die Möwe Piki auftaucht, dann ist Kinderfestzeit bei Marché in der Raststation auf der S1. Tolle Spiele und viel Spaß waren an diesem Nachmittag Trumpf. Marché hier in Schwechat macht auch heuer wieder ein Kinderfest. Warum machen Sie dieses Fest? Wir machen dieses Kinderfest jedes Jahr vor dem Schulanfang. Wir möchten für die Kinder einen schönen Nachmittag mit unserer frischen Welt. Wir bieten verschiedene Spiele für die Kinder, sogar so 8, 9 verschiedene. Heuer wäre Thema Wasser. Deswegen ist der Feuerwehr Rannersdorf dabei. Die jungen Feuerwehrleute machen mit den Kindern so Wasserzielspritz und dann auch mit Feuerwehrwagen hinfahren, wegfahren. Und in unserem Kräutergarten, unserem Garten, haben wir verschiedene Stationen aufgebaut, was auch mit Wasser zu tun hat. Äpfelfischen zum Beispiel, das macht sehr viel Spaß für die Kinder. Auch dann ein Schiff basteln und dann dieses Schiff in eine Regenrinne pusten. Auch dann Malstationen, wie halt immer, Glitzerstationen. Bewegung gibt es aber auch, weil ich sehe, die dürfen auch Golf spielen. Ja, sie dürfen auch Golf spielen. Bei unserer Raststation gibt es auch einen Golfplatz und mit Häfenberg haben wir dann so ausgemacht, heuer machen wir auch dann Golf wieder mit. Und ja, die Kinder freuen sich sehr. Ich glaube, die freuen sich auch, die Piki zu sehen. Das ist ja eine Möwe. Ja, Piki ist unsere Figur von Marché und bei allen Fest ist dabei, auch bei allen Kindergeburtstagen dabei. Und das macht auch dann eigentlich sehr gut Spaß für die Kinder. Die Feuerwehr Rannersdorf ist heute auch bei diesem Kinderfest dabei. Was dürfen die Kinder bei euch sehen oder lernen? Wir sind jedes Jahr auch dabei. Und sie können, wie gesagt, mit der Kübelspritze, dann haben wir vorne ein C-Rohr und mit dem Feuerwehrauto dürfen sie auch fahren und auch das ganze Inventar von Feuerwehrauto begutachten und auch selbst ausprobieren. Und das ist ja wahrscheinlich das Spannendste an der ganzen Sache. Das ist das Spannendste für die Kinder, ja genau. Ich sehe im Hintergrund so ein Mädchen, der bemüht sich sehr, Wasser zu spritzen. Ist das wirklich so anstrengend, wie es ausschaut? Ja, das ist anstrengend. Wir sehen es bei den Burschen, wenn wir bei den Bewerbern sind. Ich selbst probiere es auch immer aus und ja, man kommt sehr, sehr ins Schwitzen, sage ich mal. Wie schaut denn das mit der Jugend in Rannersdorf bei der Feuerwehr aus? Habt ihr genug? Wir haben momentan einen Stand von 20 Burschen und suchen aber immer wieder für Zugänge und es werden auch immer automatisch, jedes Jahr, kommt auf den Jahrgang an, werden welche überstellt. So wie heuer werden 5 Burschen überstellt in den Aktivstand und somit ist immer ein Platz dafür, ein Nachwuchs.